Nicht weit weg von der Lützebuer Mussel, zwischen dem Trentinger und dem Irpeldinger Dall erstreckt sich ein Kehrgebiet von der Fondation Hölle für die Natur, wo schon eine Reihe Terrain freizeitig an den Besitz von der Fondation kommen sind, an den Areal über die letzten Jahre sukzessiv erweitert gauf. Das Gebiet vom Scheierbirsch, den Teil vom Natura 2000 Moselle Supérieur an als Reserve Naturelle klassiert das, hat ein Fläche von insgesamt 250 Hektar, wovon aktuell rund 14 Hektar am Besitz von der Fondation sind. Der Scheierbirsch ist hier in der Region sozusagen ein Ort, den ich früher kennt. Und vor allem noch so, dass damals von der Fondation war mir dann am Anfang wirklich Natur- und Fuglenschutzliga echt Gebiete gekauft wird. Das war schon 1985, wo wirklich kleine Parzellen gekauft wurden. Richtig viel ist dabei gekommen, wie man ab 2013 bzw. 2014, da man am Live-Orsch ist, hat wirklich gesagt, wir wollen an dem Gebiet größer Terrain arrondieren, zusammen machen und auch wirklich Aktionen umsetzen um Terrain. Seit den 60er Jahren war der Scheierbirsch aus den ungenutzten Hivel an der Weh bis dahin war platzweise schwer zugänglich. Recht im Jahrtausendwende hat sich Naturfreund von der lokalen Natur- und Umweltsektion Kanton Remisch der Sache ugeholl. 24 Jahre stand ich schon einmal auf der Platz. Mir wurde da wirklich komplett anders ausgesehen. Es war alles zugewusst mit Hecken, hauptsächlich ganz viel Schleifen und so viel. Und es war gar nicht mehr so einfach für hier an den Terrain heranzukommen. Ich habe angefangen mit dem Terrain, den innen auf der Kreuzung zwischen der N16 und der Straße, die auf die Station feiert, wie wir so. Und ich konnte mich erinnern, dass auf dem Terrain noch Orchideen stungen und Wachtelweizen. Das aber davon nichts mit zu sehen war. Wir mussten probieren, für die Orchideen und die Wachtelweizen zurückzukriegen. Und dafür mussten wir den Terrain abmachen. Haut besteht Gebiet aus einem bunten Mosaik von unterschiedlichen Grenglandschaften, Brochen, Hecken und geschlossenen Büschgebieten. Wir haben Halbtrockenrasen, so thermophil Gebüsche mit etwas speziellen Arten, Samenvegetation, wir haben Hecken, wir haben Inselbaumreihen, wir haben so Pionierbüsche, die da gehen, wo früher Wingerte waren, und bis hin zu Büsche, Abpflanzungen, die abgeforst wurden. Und die Teile, die auch mittlerweile schon ist weggemacht wurden, weil die Fische neben an den Kopf gefallen sind. Neben der vielfältigen Fauna ist der Scheierbirsch auch die echte Urlaubsstelle von der großen Hufeisennuss, eine Fledermausart, die an diesem Gebiet zeitweise die größte Population ihrer Art in ganz Mitteleuropa gestaltet. Die große Hufeisennuss, das ist also eine Fledermauskolonie, die hier ganz nah zu Büschklingmacher ist. Und die leiden also direkt innerhalb vom Scheierbirsch, sodass die Tieren, wenn sie dann durch die Wingerten rumfliegen, am Anfang oben im Scheierbirsch von hier aus sozusagen an verschiedenen Richtungen an der Landschaft sich verteilen und daher sozusagen hier Jurstgebiete erschließen. Für die nächsten Jahre soll der Scheierbirsch noch weiter ökologisch abgewehrt gehen, das unter anderem durch den weiteren Ausbau von landwirtschaftlichen Nutzflächen. Ziel hier oben ist ganz klar, das ist natürlich genau der Erhalt von der Vielfalt, die wir heute haben. Und gucken, bloß eine Bewirtschaftung hier drauf zu kriegen, eine Extensivbewegung mit eben hier Ranner, weil wir gerade an den Bereichen, wo wir Bewegung haben, eigentlich die höchste Strukturvielfalt kriegen. Wer das Gebiet um und rund um die Scheierbirsch gerne für sich entdecken will, der kann hierfür auf verschiedene lokal- und regional Wanderwege zurückgreifen. Es gibt einen thematischen Wanderweg, den Irpeldinger Gipsweg, den am Anfang innen beim Kirchfeld zu Irpelding losgeht. Und dann am Anfang den Tour mischt, hier über den Scheierbirsch und dann ist Ruf könnt auf Irpelding. Es gibt dasselbe thematische Wege auch von Remisch aus, die hier bis auf den Scheierbirsch raufkommen. Und die Fondation hat für rund 5-6 Jahre mit der Unterstützung von AXA WU-Leute, die wirklich über den Scheierbirsch geht und auch nicht senken den Turm ist, wo der Point de Départ am Anfang für uns, wo der Aussichtspunkt vom Scheierbirsch ist, wo ich wirklich an den Museldal auch raufgucken kann. Das ist ein kleines Bijou gehen hier am Eck. Und sogar die Leute, die am Anfang ausgelacht haben, die sagen, oh,
das aber Flottewelle.